Evas Nachtschicht. Bernard Shaw wurde bereits vor 15 Jahren von seinem Arzt gebeten, das Rauchen sein zu lassen. Hat er nicht. Schon Albert Einstein hat gesagt, man solle immer erst seine Pfeife anzünden, bevor man eine Frage beantwortet. Und genau so hat Bernard Shaw es seit jeher gehandhabt, wenn sein Enkel ihn nach einer seiner Geschichten gefragt hat. Die Geschichte, die ich heute für dich habe, hat sich 1962 zugetragen. Ich bin gerade 18 Jahre alt geworden. Mit deiner Großmutter hatte ich damals noch nichts zu tun, stattdessen hatte ich Ronette an meiner Seite. Glaub mir, das war eine Traumfrau. Ihr strahlendes Lächeln, ihre blonden Haare. Naja, jedenfalls habe ich in diesem Sommer so viel gearbeitet wie nur irgend möglich. Wir hatten es damals nicht so gut wie ihr. Wer nicht gearbeitet hat, hatte kein Geld. Die Jugend von heute hat nicht einmal mehr einen Fliegenschissanstand im Leib. Bernard ruft seine Frau aus der Küche. Sein Enkel schüttelt grinsend den Kopf, Bernard hingegen rollt die Augen und erzählt weiter. Jedenfalls wollte ich Ronny damals einen Antrag machen und brauchte Geld für den Ring. Jeden Nachmittag habe ich in der alten Tankstelle an der Route 88 gearbeitet. Am Wochenende übernahm ich immer die Nachtschicht, das gab am meisten Geld. Außerdem war das damals die erste Tankstelle im ganzen Umkreis, die bis 2 Uhr geöffnet hatte. So stand ich auch in einer warmen Juninacht vor 56 Jahren am Schalter der Tankstelle. Es gab nur 3 Zapfsäulen, alle im selben Blau wie auch die Blechfassade der Waschhalle und des engen Kassenhauses. Es muss gegen 1 Uhr gewesen sein. Schon seit Stunden hörte ich denselben Radiosender, der nur Hits aus den späten 50ern spielte. Und ich werde niemals vergessen, wie dieser Irre in seinem rot-weißen 1955 Buick Roadmaster angefahren kam. Er stieg aus, schaute sich um und atmete tief ein. Mit schlürfenden Schritten kam er langsam auf das Kassenhaus zu. Währenddessen kramte er bereits seine Brieftasche hervor, sein Blick war dabei die ganze Zeit auf mich gerichtet. Unter der Kasse gab es damals ein Fach, in dem eine Waffe versteckt war, nur für den Fall, meinte mein Chef. Eine Walther P1. Nur für den Fall. Mein Blick haftete am neuen Kunden. Ein ungepflegter Kerl mit fettigen Haaren, unrasiert. Seinen Falten nach zu urteilen, wird er um die 40 Jahre alt gewesen sein. Ein Abend. Eine Pormont. Ich sah in seine Augen. Leere. Die kältesten blauen Augen, die ich jemals gesehen habe. Außer, nein, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls starrte ich ihn an und das gefiel ihm nicht. Das gefiel ihm ganz und gar nicht. Was hast'n, Bursche, ich löste meinen Blick von seinen unheimlichen Augen und schüttelte den Kopf. Das macht 50 Cent, mürrisch legte er Cent um Cent auf die Ablage, während ich mich überwinden musste, ihm seine Palmont zu holen. Nachts muss man einfach achtsam sein. Es war unangenehm, ihm den Rücken zuzuwenden. Zu oft hörte man Geschichten von Raubüberfällen in der Gegend, verübt von Kerlen wie ihm. Und irgendwas hatte dieser Kerl an sich. Irgendwas, was mir einfach Angst gemacht hat. Ich holte ihm seine dreckigen Palmont und legte sie neben seinen Turm aus Talern. Erst als ich sein Geld aufsammelte, hörte ich sein schweres Schnaufen. Ich schaute hoch, sah direkt in diese kalten blauen Augen und er starrte zurück. Meine Hand umfasste langsam die Walther. Nur für den Fall. Kann ich noch etwas für Sie tun, Mister? Das Zittern meiner Stimme muss unüberhörbar gewesen sein. Er fing ganz langsam an zu grinsen und zeigte mir seine gelben, blutverschmierten Zähne. Mein Herz machte einen Satz und ich hielt inne. Vorsichtig tastete ich nach der Walther im Fach unter der Kasse und umklammerte sie mit meiner rechten Hand. Vielleicht hatte er eine Prügelei gehabt. Vielleicht hat er aber auch nur gut gegessen. Eine Hand legte er auf seine Schachtel Palmont, drehte sich um und humpelte zu seinem Wagen.
Ich ließ meine Hand an der Pistole, bis die Lichter angingen. Bis der Motor anging. Ich ließ erst los, als der Buick hinter der nächsten Kurve verschwand. Ich atmete ein paar Mal tief durch und versuchte, mich zu beruhigen. In den 7 Monaten, in denen ich die Nachtschicht in dieser Tankstelle übernommen habe, geschah einiges. Betrunkene, die sich über die Spritpreise beschwerten. Obdachlose, die sich den Toilettenschlüssel holten und dort in ihrer eigenen Pisse einschliefen. Einmal hat jemand direkt auf die Scheibe des Nachtschalters gekotzt. Wie schlimm konnte dieser Kerl also sein? Gruselig, ja, aber nicht gefährlich. Meine Schicht dauerte ja nur noch 1 Stunde. Aber 1 Stunde kann lang sein. Sehr lang. Es war 1.40 Uhr. Ein dumpfes Geräusch vom Dach des Kassenhauses riss mich aus meinen Gedanken. Ich zählte bereits das Geld und da seitdem irre niemand mehr getankt hatte, ging ich davon aus, dass das auch in den nächsten 20 Minuten nicht der Fall sein würde. In manchen Nächten blieb die Kundschaft eben aus. Dieses Geräusch war verdammt leise und ich nahm es kaum wahr. Erst als ich es wenige Sekunden später wieder hörte, drehte ich das Radio aus und starrte zur Decke. Nichts. Gerade als ich mich wieder der Kasse widmen wollte, klack. Irgendetwas war auf dem Dach. Ich sah aus dem Fenster auf das Gelände der Tankstelle. Das blaue Neonlicht verriet niemanden. Allem Anschein nach war ich alleine. Klack. Ich blickte auf die Uhr. In 16 Minuten sollte meine Schicht enden und ich hatte keine Lust, auch nur 1 Minute länger in dieser Tankstelle zu sitzen. Es könnte auch Regen sein, dachte ich mir. Eher Hagel. Aber ein Blick aus dem Fenster verriet mir, dass es eine staubtrockene Nacht war. Klack. Konzentriert atmete ich tief durch und widmete mich wieder der Kasse. Das war nicht das letzte Geräusch, das vom Dach kommen sollte, aber ich versuchte, mich so gut es ging, auf das Geld zu fokussieren. Was auch immer es gewesen ist, ich würde den Rest des Geldes zählen und mich in mein Auto setzen, durch die Nacht nach Hause fahren und diese Schicht hinter mir lassen, genau wie die letzte und die davor. Ich drehte das Radio auf und merkte gar nicht, dass das Klacken auf dem Dach ein Ende gefunden hatte. Um 1 Uhr und 56 Minuten knallte ich die Tür des Kassenhauses zu und schloss ab. Schichtende. Ein klarer Sternenhimmel begrüßte mich und kühlte meine Aufregung ab, während ich die drückende Luft einsog. Es war totenstill. Nur ein paar Grillen zirpten leise im Feld auf der anderen Seite der Tankstelle. Die Sorgen fielen von mir ab und ich rechnete durch, wie oft ich noch arbeiten musste, um Ronny den Ring zu besorgen. Just in diesem Moment riss mich eine Hupe aus meinen Gedanken. Ihr Hall schoss durch die Nacht wie das Heulen eines angeschossenen Kojoten. 2 Scheinwerfer zeigten sich auf der anderen Seite der Straße, strahlten genau in meine Richtung. Renn war das Einzige, woran ich denken konnte. Aber meine verfluchten Beine gehorchten mir nicht. Sie waren wie einbetoniert, als wollten sie wissen, wie die Geschichte ausgeht. Es waren die Scheinwerfer des 1955 Buick Roadmaster. Sein Motor zerfetzte die Stille der Nacht, während er aufs Gas drückte und der Buick auf mich zerraste. Hinter dem Wagen türmte sich eine dichte Staubwolke auf. Erst jetzt merkten meine Beine, dass es angebracht wäre, wegzurennen. Zu meinem Auto würde ich es nicht mehr schaffen, vorher würde er mich überfahren. Ich drehte um, hastete zur Rückwand meiner blechernen Burg und stieg auf die Leiter des Kassenhauses. Meine schweißnassen Hände kämpften sich Sprosse für Sprosse vor. Mit jeder wurde meine Anspannung größer und der Motor seines Wagens lauter. Auf der letzten Sprosse angekommen, sprang ich auf die Dachkante, taumelte und konnte dann noch einen Schritt zur Mitte des Daches gehen, um an Stabilität zu gewinnen. Der Roadmaster raste gerade in die Auffahrt der Tankstelle. Die Walter, dachte ich. Zu spät. Er würde am Haus angekommen sein, bevor ich sie in der Hand halte. Plötzlich bemerkte ich, wie ich auf einen Stock trat.
Mein Blick senkte sich und noch während ich meinen Fuß hob, fing ich an zu schreien. Es war kein Stock. Es war ein Finger. Nein, 10 Finger. Auf dem ganzen Dach verteilt. Er hatte sie abgeschnitten, eher noch abgebissen. Der rote Nagellack leuchtete, als hätte ihn die Frau heute erst aufgetragen, das geronnene Blut am fleischigen Stummel hingegen. Mit größter Mühe unterdrückte ich meinen Würgereiz in dem Moment, in dem der Irre eine Vollbremsung vor dem Kassenhaus machte. Lachend stieg er aus und knallte die Tür so laut zu, dass ich zusammenzuckte. Das war es also. Meine letzten Momente verbrachte ich auf dem Dach eines Nachtschalters, ermordet von einem unrasierten Irren. Hi, Kleiner. Ich hab was für dich, rief er, wobei das Dich in einem Kichern unterging. Wie angewurzelt blickte ich auf ihn herab. Was wollen Sie, rief ich. Er starrte mich nur an. Was willst du, ist die Frage. Kopf oder Zahl, mein rechter Fuß tastete sich langsam nach hinten, solange bis ich einen Finger unter meiner Hacke spürte und damit kämpfen musste, dem Kerl nicht auf den Kopf zu kotzen. Junge! Kopf oder Zahl, widerwillig riss ich ihm Kopf zu und schaute zur Straße. Kein Wagen weit und breit. Nur das Kichern des Irren, der wie wild nickte und um seinen Wagen rumging. Das Öffnen seines Kofferraums war ein einziges, rostiges Quietschen, dann schaute er hoch zu mir. Kannst du fangen? Rief er mit einer sich überschlagenden Stimme. Bevor ich reagieren konnte, flog ein abgetrennter Kopf durch das blaue Neonlicht auf mich zu, prallte gegen mein linkes Knie und knallte auf das Blechdach. Der Irre brach in einen Lachanfall aus, ich hingegen sagte nichts, starrte nur die blutverschmierten blonden Haare an und blickte in grüne Augen, die anscheinend eben noch den Tod höchstpersönlich gesehen haben. Mir lief die Pisse das Hosenbein hinab. Was sollte ich tun? Was konnte ich tun? Jemand, der mit abgetrennten Köpfen um sich schmeißt, will dich nicht berauben. Er will dich töten. Plötzlich setzte der Wahnsinnige sich in Bewegung und hastete mit seiner schlürfenden Gangart zur Leiter des Kassenhauses. Zitternd tastete ich meine Hose nach Gegenständen ab, die mir helfen konnten. Nichts, nicht einmal mein Taschenmesser hatte ich dabei. Schnaufend erklomm er die Leiter. Mit voller Wucht trat ich ihm in seine Visage, als er gerade über die Dachkante sehen konnte. Trat noch ein zweites Mal. Es stieß ihn so weit nach hinten, dass ich verwundert war, dass er sich überhaupt noch halten konnte. Jedenfalls kämpfte er sich weiter die Leiter hoch und hielt sich an der Dachkante fest. Ein drittes Mal trat ich zu, diesmal bekam er mich jedoch zu fassen und riss mich von den Beinen. Mein Kopf knallte auf das Blech, während sich zwei abgetrennte Finger von unten in meine Schulter und meinen Oberschenkel bohrten. Dann stand er schon über mir, schnaufend und hässlich starrte er mir in die Augen. Diese unerträgliche Leere in seinem Blick jagte mir eine unfassbare Angst ein. Tja, du kleiner Scheißer. Das war's wohl, Tränen rollten über meine Wangen. Was würde Ronny denken? Und meine Mutter? Sie würde den Schock nicht überleben. Das Adrenalin schoss mir durch den Körper. Wie unter Strom riss ich mein rechtes Bein hoch und trat ihm mit solcher Wut vor das linke Knie, dass er schreiend zusammensackte. Mehrmals trat ich gegen seinen Kopf, bis mir das Blut aus einer Platzwunde entgegenspritzte. Erneut griff er nach mir, bekam mein Hosenbein zu fassen und zerriss es mit seinen langen Fingernägeln. Mit voller Wucht und beiden Beinen kickte ich ihn über die Dachkante, woraufhin er mit einem dumpfen Geräusch auf den Boden knallte. Als ich zur Dachkante kroch und hinunter sah, stieg eine Staubwolke um seinen scheinbar leblosen Körper herum auf. Zu gerne hätte ich geglaubt, dass er wirklich tot sei, doch sein schweres Atmen war noch immer hörbar. Langsam drehte ich meinen Kopf zur Waschhalle. Hinter ihr stand mein Thunderbird. Es dürften nicht mehr als 30 Meter sein, dann säße ich in meinem Wagen, würde die Schlüssel umdrehen und könnte nach Hause fahren. Könnte zur Polizeistation fahren.
könnte dem Horror entkommen. Mehrere Sekunden lang beobachtete ich den Kerl, der nach wie vor im Staub lag und schnaufte. Erst dann traf ich den Entschluss, die Leiter hinabzusteigen und den Irren hinter mir zu lassen. Bevor ich mich versehen konnte, umklammerten meine schwitzigen Hände die kalten Stahlsprossen der Leiter und ich fand mich auf halber Höhe des Kassenhauses wieder. Unmittelbar unter mir lag der Wahnsinnige. Ich sprang so weit von der Leiter ab, dass ich hinter seinem Körper landete, hielt kurz inne und rannte wie von einer Ratte gebissen zur Waschhalle. Sein Kreischen hallte durch die Nacht, als ich zu meinem Wagen sprintete. Ob er mich verfolgte oder nicht, das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass ich hier weg wollte. Raus aus diesem Albtraum. Mein Herz machte einen Sprung, als ich meinen Ford Thunderbird sah. Ich kramte meinen Schlüssel hervor, stolperte hinters Lenkrad und verriegelte die Tür von innen. Gerade als ich den Motor gestartet hatte, kam der Irre um die Waschhalle herum und humpelte mit seinem leeren Grinsen auf mich zu. Ich schrie, gab Gas und fuhr den Wichser über den Haufen. Es knallte, als ich ihn überrollte und irgendwas rumpelte von der Rückbank. Mir war aber in jenem Moment nicht bewusst, was es war. Ich fuhr noch ein paar Meter und machte eine Vollbremsung. Im Rückspiegel sah ich, wie der Kerl im roten Licht meiner Rückscheinwerfer den rechten Arm anhob. Dann den linken. Und dann hob er seinen Kopf. Das war der Moment, in dem ich ihn rückwärts überrollte. Das Geräusch seiner brechenden Knochen hallte noch lange durch die Nacht. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis die Nacht zu ihrer Totenstille zurückkehrte. Manchmal denke ich, dass ich es noch immer hören kann. Er regte sich nicht mehr. Seine kalten Augen würden niemanden mehr ansehen. Ich ließ mich erschöpft in den Sitz fallen und schloss die Augen. Was für eine Nacht! Erstaunt musterte ich meine Hände, die beide nicht aufhören konnten, zu zittern. Wenige Meter vor meinem Wagen lag der leblose Körper des Irren, angestrahlt von meinen Scheinwerfern. Ich konnte und wollte nicht glauben, was hier gerade passiert ist. Nachtschicht, flüsterte ich und lachte kurz auf. Erst jetzt fiel mir ein, dass etwas auf der Rückbank gepoltert hatte. Langsam drehte ich mich um. Auf meinen blutverschmierten Sitzen lag die kopflose Besitzerin der 10-Fingerstommel. Ha, 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 ha